Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren News-Update zum Spiel Farm Together 2. Und ja, es gibt doch wieder einiges zu tun. Und zwar, wenn ihr einmal auf eure Fische geht, dann seht ihr hier dieses blaue Kerlchen bei euch. Das ist die Sardine. Die kommt mit drei verschiedenen Varianten zu uns. Jetzt standardmäßig auf Level 1 kostet sie 4875 Gold, gibt uns 4 XP. Nach 4 Jahreszeiten ist sie ausgewachsen und kann in Anführungszeichen abgeerntet werden, also geangelt werden. Und sie gibt uns einen Ertrag pro Feld von 240 Gold, logischerweise einen Fisch und 12 XP jedes Mal. Die zweite Variante benötigt dann von der Sardine die Stufe 20 und die dritte Variante braucht von der Sardine die Stufe 40 und von der zweiten Variante die Stufe 20. Des Weiteren haben wir etwas, was wir schon im ersten Teil hatten, allerdings in abgewandelter Version. Und zwar ist das hier der große Springbrunnen. Ihr könnt euch, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, sicher noch an diesen Delfinenbrunnen erinnern. Den fand ich persönlich immer mega schön. Den gibt es jetzt in abgewandelter Version für euer Haus in Farm Together 2. Und so sieht das Ganze nun aus. Ja, leider kann ich euch das Ganze jetzt nicht mehr im Hellen zeigen, weil gerade auf Nacht umgeswitcht ist, wie jedes Mal, sobald ich ein Video anstelle. Aber so sieht auf jeden Fall der Brunnen aus und ich finde doch, der ist schon sehr, sehr cool gemacht. Auch die Sitzflächen, wo man sich dann ransetzen kann. Und ich finde persönlich, das Wasser sieht jetzt wesentlich schöner aus. Ist jetzt vielleicht nur meine persönliche Meinung. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zum ersten Teil. Den müsste ich jetzt nochmal starten. Aber ich persönlich finde, es sieht wirklich wesentlich realistischer so aus. Kostet übrigens 150 Edelsteine. Für alle diejenigen, die das Halloween-Event mitgemacht haben, haben wir noch zwei Sachen hinterrücks zugeschoben bekommen. Einmal ist das dieses gespenstische Banner. Ich vermute mal, das sollte im Vorfeld schon drin gewesen sein, aber es war auf jeden Fall noch nicht drin, als ich das Event abgeschlossen hatte. Das könnt ihr hinstellen für jeweils 75 Edelsteine. Das ist dann quasi so die kleinere Variante von dem, was ihr bei euch im Dorf findet. Und die andere Variante ist der unheimliche Kürbis. Den haben wir uns nämlich auch freischalten können beim Event. Der kostet uns 520 Gold, jetzt auf Stufe 1, ich habe ihn noch nicht gesetzt, pro Feld. Man kann ihn allerdings nur im Herbst pflanzen. Er braucht ebenfalls 4 Stunden, bis er durch ist, beziehungsweise wieder 2 Stunden, bis er komplett durch ist, wenn er komplett bewässert wurde. Und er gibt aktuell auf Stufe 1 einen Ertrag von 720, also keine Edelsteine mehr wie die Sachen vom Event, sondern man bekommt Geld dafür und Gemüse und 25 XP. Ja, und ihr seht schon, ihr könnt jetzt scheinbar in Zukunft immer die Sachen unterscheiden, die von einem Event bekommen, die ihr von einem Event bekommen habt. Oder eben die ihr im Spiel freigeschaltet habt. Bei den Events, nehme ich an, werden jetzt immer diese kleinen Zeichen oben drin sein. Hier oben bei der Deko, also sprich bei dem Zaun, haben wir das ja auch schon gesehen. Die Sachen hatten wir ja vorher schon freigeschaltet. Und das ist ja hier dieses Banner, was dann im Nachhinein noch hinzugefügt worden ist. Da steht nämlich auch dieses Zeichen oben links dran. Und hier nochmal eine kleine Übersicht, damit ihr wisst, ab wann ihr die Sachen bekommen könnt. Leider habe ich ja schon alles abgeschlossen gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber ich kann euch sagen, zwischen dem Rucksack und den Zäunen, da habt ihr dann diesen Kürbis bekommen. Und zwischen dem Zaun und den Dekorationen hier, also den Grabstein, da habt ihr dann dieses Banner erhalten. Des Weiteren haben wir zwei neue Gesten erhalten. Und zwar einmal das Weinen, was ja auch ziemlich traurig aussieht. Sie verliert dabei sogar die ein oder andere Träne. Ich wollte es eigentlich nur noch mal wiederholen. So. Und einmal, ich glaube, es sollte ein Anruf sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also schade, dass das immer nur so kurz angezeigt wird. Ja, zumindest ist es irgendwie am Dingeln. Ja,
kann man jetzt drüber denken, wie man will. Ich will ja meinem Handy entfliehen, wenn ich dieses Spiel spiele. Also, aber es ist gut, dass es zumindest weggedrückt wird, wenn es am Klingeln ist. Ich denke mal allerdings, dass das ein Anruf ist. Diese zwei Emotes, die sind, wie gesagt, neu hinzugefügt worden. Die müsst ihr euch aber natürlich erst entsprechend freischalten vom Level her. Dann zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Wer sich dieses süße Kerlchen hier schon freigeschaltet hatte, was man übrigens in drei verschiedenen Farbvarianten auch sich holen kann. Und ich finde es übrigens wahnsinnig geil, dass da auch die Gameplayerin-Farbvariante drin ist, nämlich die lila. Ne? Ich muss mir echt mal überlegen. Allerdings leider ist Halloween ja jetzt seit gestern vorbei. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Aber ich werde es auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr nochmal rausholen, weil ich finde den wirklich äußerst knuffelig. Schade, dass es kein normaler Begleiter ist, so wie wir es vom ersten Teil gewohnt sind. Aber die kommen ja auch noch, das stand zumindest in der Roadmap drin. Ja, sondern dass es nur einer ist, der halt das Ganze erhält. Es wurde geschrieben, dass wohl etwas an der Größe geändert worden ist. Also falls ihr den schon vorher reingemacht habt, wundert euch nicht, wenn er jetzt ein bisschen von der Größe sich geändert hat. Das wurde nachträglich noch, ja, von den Devs gemacht. Ja, und damit geht auch dieses News-Video leider schon dem Ende zu. Ich wollte es aber nicht verpassen, euch darüber zu informieren, dass wir jetzt neue Fische haben. So langsam wird es ehrlich gesagt etwas eng bei mir, weil wir haben jetzt fast so viele Fische wie vorher, aber noch keine Event-Fische. Und da ich die auch noch mit einrechnen muss, weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mit dem Platz machen werde. Aber ich werde mir da auf jeden Fall was zu einfallen lassen. Und ich werde dann auf jeden Fall natürlich auch noch mal ein Video von meiner Hauptfarm machen, wie ich das Ganze umgestaltet habe, sobald wir tatsächlich alle Sachen, ja, Richtung Sommer ungefähr, Sommer, Herbst, nächsten Jahres noch, wir sind ja noch im November, wenn wir dann alle Sachen da haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!